In 1618, a comet appeared in the sky, so bright that it could even be seen during the day. Its fiery tail was like a whip, which God used to punish people. This is the year that saw the start of the 30 Years' War. It was the bloodiest war the world had ever seen, and the first modern war in history. It claimed the lives of one-third of Germany's population. It started with Catholics and Protestants fighting each other over the true faith. In the end, nations were fighting for power. The 30 Years' War shattered the old world. It created a new Europe. We can still experience its immediacy today through the reports of soldiers and generals, bishops and peasants, rulers and whores. This war left the letters of an eerie monk, a man in the shadow of the powerful, and the first known diary of a simple soldier for hire, who miraculously survived. It made a princess into a queen, and after only one winter, it plunged her into the abyss. It turned a poor orphan into the richest woman in Europe, and a respectable hostess into an alleged witch. This war turned the most famous painter of his time into a spy. Ik zou willen dat de hele wereld in vrede leefde, zodat we een gouden tijdperk zouden kennen in plaats van een ijzeren tijdperk. Since 1618, a war has been raging in the Holy Roman Empire in the middle of Europe. The Catholic Emperor, together with Spain and Bavaria, is fighting against German Protestants. His strongest opponent comes from the far north, Protestant Sweden. Since 1631, Sweden's armies are funded by Catholic France. A religious war has turned into a battle for supremacy of Europe. Tens of thousands of mercenaries, soldiers for hire from Scotland and England, Italy or Croatia, are replacing the devastating losses in the armies. Their only motivation is looting. Desperation gives birth to a third power. Peasants gather and take revenge on the soldiers. In der Nacht geschehen. Ich wusste es nicht. Selbst Ort und Stunde hatte ich vergessen. War der schwedische Branntwein noch teuflischer als der, den ich gewohnt war? Waren die neuen Kameraden weitergezogen? Hatten sie mich vergessen? Oder waren sie auf Beutezug und kamen wieder? Sicher war eins. Wenn ich mein neues Regiment nicht schnell fand, würde ich als Deserteur am nächsten Baum hängen. The German mercenary Peter Hagendorf served in the Imperial Army for years, until he had to surrender to Swedish soldiers. He quickly came to an arrangement with his former enemy. What also happens frequently in the 30 Years' War is that soldiers are captured. And then, and this happens especially with ordinary soldiers, they're faced with the choice of either being executed or joining the other army. This is by no means a contradiction in the worldview of these soldiers. They don't fight reluctantly in the new army, but become committed soldiers. Langsam kam die Erinnerung wieder. Wir hatten geplündert. Aber wo war meine Muskete geblieben?
Ein Sprichwort sagt, jeder Soldat braucht drei Bauern. Von dem ersten nimmt er das Haus, von dem zweiten nimmt er die Frau und der dritte Bauer geht an seiner Stelle in die Hölle. Increasingly, the armies consist of only ragtag bands of mercenaries. The only source of income is plundering the defenseless population. Forays instead of battles determine the daily lives of soldiers like Peter Hagendorf. He describes the atrocities that are perpetrated quite frankly in his diary. Acht Tage sind wir geblieben und haben die Stadt geplündert. Ich habe als Beute ein hübsches Mädelein bekommen. An Geld 12 Taler, Kleider und Weißzeug dazu. Ich bin Deutscher! Ich bin Deutscher hier! Schweden haben uns gestern überfallen. Du warst dabei. Ich bin nicht freiwillig bei den Schweden. Ich war ein tapferer Soldat in der bayerischen Armee. Ich bin auf eurer Seite. Söldner sind alle gleich. Ich bin Peter Hagendorf, Sohn von Konrad Hagendorf, Müller aus Zerbst. Komm dazu. Peter Hagendorf, Sohn von Konrad Hagendorf. Das macht keinen Unterschied. Die bayerische Armee, die uns schützen soll, hat auch schon zweimal geplündert. Lasst mich am Leben. Ich bitte euch. Wir stechen dir die Augen aus, reißen dir die Ohren an und schneiden dir die Zunge raus. Dann kannst du gehen. After 16 endless years of war, the suffering of the population has exceeded every tolerable degree. It has been a long time since the soldiers could distinguish between friendly and enemy territory. Hatred between mercenaries and ordinary citizens becomes the defining conflict of the war. In their desperation, farmers band together, arm themselves, and take revenge. The atrocities they commit are merely a reflection of what the soldiers did to them first. Warum die Bauern mich laufen ließen? War es Mitleid? Oder Dummheit? Was war schutzloser in diesen Zeiten als ein Soldat allein? Stark waren wir durch die Kameraden. Ohne Waffen und Besitz lohnt sich als Beute kaum. Außer für Menschenfresser. Von denen hörte man immer öfter. Harte Männer erzählten davon, die längst nicht mehr an Ammenmärchen glaubten. Und beim Reden fuhr ihnen ein Angstschauer über die Haut. Cannibalism is a last resort in order to survive in the face of devastated fields and widespread famine. In contemporary depictions, eating the flesh of other people is seen as a sign that the horrors being endured can be no greater. Jedenfalls kam ich davon. Jetzt konnte ich zurückkehren und mich rächen. Fünf Geschwister waren wir gewesen. Erst den Vater, dann die Mutter. Drei Brüder und eine Schwester hat der liebe Gott alle zu sich in sein Reich genommen. Mich aber hat er in die Fremde geführt. In das Kloster zu Egeln war ich gekommen. Kloster. Männer sind hier nicht erwünscht. Soldaten und Waffen noch weniger. Unser Hauptquartier liegt in Schussweite. Der Feind könnte sich hinter dieser Mauer verschanzen und uns von hier aus angreifen.
genügt euch mein Wort nicht. Euer Papst erlaubt es, Lutheraner anzulügen und spricht dafür von Sünde frei. Wollt ihr vielleicht auch noch meine Mädchen untersuchen, ob sich unter ihnen jemand in Männerkleidung befindet? So etwas ist mir als einmal vorgekommen. Halt die Backe, deine Soldaten. Det beror på vad vi finner här. Ihr habt nichts zu fürchten. Oberst Wrangel sorgt für euren Schutz. Ja, das sehe ich. Skokloster, north of Stockholm, is the birthplace of the Swedish officer Carl Gustav Wrangel. This is Carl Gustav Wrangel at the height of his career. Actually, only monarchs were depicted on horseback, but Carl Gustav felt like a king, for he was so incredibly successful in the 30 Years' War. With this painting, he wanted to show that he himself had taken part in the war. You can see bullets in the armor and blood on the sword. Here it is. This is the sword that Carl Gustav Wrangel is carrying in the equestrian portrait. He was a great field marshal, so of course he did use this weapon. It wasn't just a decorative object, but you can't see the blood on it anymore. Lägg ner svärdet. Om jag måste. Was ist mit dir? Anna Margaretas ganze Familie ist bei den Massakern hier in der Gegend ums Leben gekommen. Das arme Ding. Schlimmer noch, sie musste das Blutbad mit eigenen Augen ansehen. Wie ist Ihr Name? Anna Margareta von Haugwitz. Haugwitz? Ist das wahr? Ja. Im Kloster hat mich die hochselige Frau Gräfin Löwenstein gesehen und gefragt, aus welchem Geschlecht ich wäre. Und sie hat einige von meiner Frau Mutter Verwandte gekannt. Dieses Kind braucht eine Familie, die ihren Glauben teilt. Here you can read how Anna Margareta enters a nunnery and how the nuns saved her life. But on the other hand, they were Catholics, and Anna Margareta was a Protestant. Then one day a countess arrived, the Countess Löwenstein. She saved Anna Margareta from being led astray by the Catholics, as is stated here. Records of German orphan Anna Margareta von Haugwitz are kept at Skokloster Castle. They describe one of the most dramatic stories of the 30 Years' War. Die selige Frau Gräfin fand, ich sei noch gar jung und in den Glaubenssachen nicht informiert und könnte deshalb von den Katholischen verführt werden. Und so nahm sie mich aus dem Kloster. Sie sagte, ich bin eine Witwe und du eine Waise. Ich habe selber nicht viel. Aber ich kann dich nicht hier lassen. Was Gott mir geben wird, sollst du auch haben. Es neigte auch der liebe Gott der seligen Frau Gräfin Herz so zu mir, dass sie mich sehr lieb gewann und recht mütterliche Treu und Fürsorge erwies. Gräfin? Wie geht es dir, Anna? Unser kleiner Schützling fühlt sich besser. Aber sie braucht Zeit.
alles Schlimme zu vergessen. Das ist dein neues Zuhause, Anna. Du bist hier sicher. Anna Margareta grows up in the Swedish army camp under the protection of the generals. For the ambitious officer Carl Gustav Wrangel, the 30 Years' War is a great opportunity for honor and glory. Castle Skokloster, which he built, has remained almost unchanged until today. It provides a comprehensive insight into the character of its owner. Carl Gustav Wrangel was a great military commander. War was his life. He was very interested in weapons, contemporary weapons, and he collected them as a memorial to himself. Das ist aber eine schöne Stickerei. Damit schlage ich jeden in Stücke, der so nahe kommt. Without the Swedes, German Protestants don't stand a chance in the fight against the Emperor. On the other hand, they see the Scandinavians as intruders and occupiers. Their alliance is formed in Heilbronn, and the German prince's concerns ultimately are ignored. In 1633, Sweden joined the Heilbronner Bund. This was an alliance of Sweden with the German Protestant princes, which enabled the Swedish army to distribute its troops throughout the German Empire. On the other hand, the Swedish army became more vulnerable, as it now had a larger geographical territory to defend. There was also a lack of a strategic plan. Thus, in August 1634, the imperial and Spanish troops attacked Nördlingen. In terms of numbers, they were superior to the Swedes. Nevertheless, the Swedes counterattack. The Imperial Spanish Army has strong fortified positions. However, when the battle starts, they are surprised by the force of the Swedish attack and lose ground. Encouraged by the initial success, the Swedes are now fighting for a complete victory. But they drastically overestimate their advantage. While the defenders can always draw on new reserves, the Swedish army is gradually bleeding out in every new wave of attack. Peter Hagendorf was probably also one of those who had to storm one of these uphill entrenchments, facing heavy gun emplacements and massive musket fire. 2,000 Imperial Spanish troops are killed in the battle. In the end, however, the bodies of 8,000 Swedish soldiers lie on the battlefield. It is the worst defeat that Sweden suffers throughout the entire war. Peter Hagendorf's regiment is completely wiped out. Peter Hagendorf has made peace with the fact that he is sure to fall on that battlefield. By some unknown miracle, he survives, but the Swedish army is crushed. The army disintegrates, troops begin to flee the battlefield, all discipline forgotten. Die
Spanier haben uns großen Schaden getan, denn an diesem Tag ist die ganze schwedische Armee geschlagen worden, zu Fuß und zu Pferd. Diesmal hat mich der Allmächtige besonders behütet. So haben mich die Spanier gefangen genommen. Alle in der schwedischen Armee, die vorher bayerisch oder kaiserlich waren, sind von ihren alten Regimentern übernommen worden. Die gebürtigen Schweden hatten nicht solches Glück. At Nördlingen, Peter Hagendorf experiences firsthand how his own comrades are then simply slaughtered. He also seems to be upset by how the Spanish soldiers behave. Apparently, they know no quarter and give none either. Seid ihr verheiratet? Ich lebe allein. Mit meinem Vater. Die Männer hier im Ort sind entweder alle tot verkrüppelt oder sind schon lange über alle Berge. Schade. Unser Regiment zieht in 3 Tagen weiter. Ich mach's aber nicht mit Soldaten. Ich bin eine ehrbare Frau. Gibt es denn hier noch einen Pastor? 3 Tage genügen, um eine Hochzeit auszurichten. Man weiß es aus bestimmten Kircheneintragungen. We know from certain entries in the church register that sometimes young women make contact with the soldiers passing through. Und that the soldiers are looking for intimacy there and sometimes actually marry them. And it is also thought that one reason they did this was to be on the right side, not always to be the victim, but rather to integrate into the apparently superior attacking force. In diesem Jahr, am 23. Januar 1635, habe ich mich mit der ehrentugendsamen Anna Maria Buchler, des Martin Buchlers Tochter, verheiratet. Der liebe Gott erhalte uns bei langwährender Gesundheit. Zu Pforzheim habe ich Hochzeit gehalten, die mich 45 Gulden gekostet hat. Ihr Vater hat 10 Gulden dazugegeben. In 1635, the Emperor and the German princes hold negotiations in Prague to end civil war in the Holy Roman Empire. However, Emperor Ferdinand II refuses to make peace with Sweden. In fact, he wants the princes to join him in ejecting all foreign troops from Germany. For Sweden's financier, France, it would mean the failure of their policy. La situation de la Suède est loin d'être enviable. Toutefois, c'est pas la première bataille qu'ils perdent, et ce ne sera pas non plus la dernière. Les Suédois ont 4 armées, l'une est en pièces, les 3 autres sont toujours en place. Mais un accord de paix à un moment inopportun serait bien pire. Quelles sont les dernières nouvelles des négociations à Prague? L'empereur négocie avec sagesse. Le retour des possessions protestantes au sein de l'Empire n'est pas à l'ordre du jour. Mais les princes protestants n'ont livré bataille qu'à contre-cœur contre l'empereur. Ils sont très attachés à l'unité de l'Empire. Il m'a fallu apprendre, en tant que diplomate, à pactiser avec les protestants.
Même si, en tant que serviteur de Dieu, je souhaitais qu'ils brûlent en enfer. Le père Joseph, c'est un homme de projet. Father Joseph is a man of projects, of complex military and diplomatic undertakings. He wants to put them into action, and a relative of Richelieu, who did not like him, said that he was a fanciful visionary. Father Joseph is known in Europe as an éminence grise. A close confidant of Cardinal Richelieu, he guides French politics. On the one hand, the Capuchin monk dreams of a crusade to enforce Catholicism around the world. On the other hand, France is anxious to keep the power of the Catholic emperor as small as possible. Vous les empêchez de venir sur la mer. Tout l'Empire. L'Empereur aura donc la paix. Où sont les quartiers généraux des Suédois? Il s'agit de régions à majorité protestante. Jusqu'à présent, les Suédois ont pu compter sur leur soutien. Si la paix est faite à Prague, ils se retrouveront soudain en territoire ennemi. Tôt ou tard, cela sonnera que c'est de leur invasion. Que suggérez-vous? Nous avons parié sur le mauvais cheval. Si nous ne pouvons vaincre notre adversaire, il nous faut pactiser avec lui. Cette accolade entre l'Empereur et l'Espagne va nous faire suffoquer. Donc c'est la guerre. Jusqu'alors, on en est resté à une guerre froide. Up until then, it had been a cold war. You could enter into open war. Is France strong enough to face the greatest power of the time? The Spanish Empire. A tremendous power. The Holy Empire. The Emperor. L'Empereur. Jusqu'à présent, la France s'en est bien sorti, laissant les autres combattre et saluant l'ennemi depuis sa fenêtre. Les temps changent. Celui qui ne fait que rester à la fenêtre finira enchaîné. Un peu d'air frais nous fera du bien. Vous êtes déjà malade. Trop d'air frais ne fera qu'empirer votre état. Je vais faire venir un médecin. N'y pensez pas. Je l'enverrai sur le champ. La guerre est le meilleur remède aux petites afflictions. The majority of French people fear an end to peace. They have suffered through civil wars for a long time. But from the point of view of the rulers, a unified Germany as an overpowering neighbor is even more to be feared. On May the 19th, 1635, France gives up its wait-and-see attitude and actively enters the war. In 1635, two things took place in parallel to each other in a significant way. Ferdinand II joined forces with the German princes in Prague. The conflict that had been going on since 1618 was now over. But there was never question of an end to the war in the German Empire. For the others, it is important that France enters the war on Sweden's side. With an army of almost 120,000 men, movement was on three fronts. One front is to the north against the Netherlands. Another front goes east to Luxembourg and further into Germany. But a third front goes south to northern Italy and Piemonte. But the initial offensives fail. Soon the war shifts to French territory. An imperial army arrives from the east. Spanish and Bavarian troops invade the north and devastate the areas around the Somme and Oise rivers. Fighting around the important fortified city of Corbie in Picardy is particularly fierce. The French army underestimates the combat experience of their enemies. One defeat follows another. At the same time, there was an imperial intervention in the east. That led, in 1636, to three large provinces being looted by the enemy. Picardy, Burgundy, Champagne. That is not insignificant. You had the feeling that everything could disappear, that the risk for France was superhuman.
Was tust du da? Ich schreibe alles auf, was ich erlebe. Sonst werden mir unsere Kinder später nicht alles glauben. Kinder. Am 4. Juli sind wir an die Französische Grenze gekommen und an einem Schloss vorübergezogen. Darin waren 7 Bauern. Sie haben sich gegen die ganze Armee gewehrt. Sie haben sich gegen die ganze Armee gewehrt. Also haben wir das Schloss angezündet. Es ist mitsamt den Bauern verbrannt. Das hast du mir nicht erzählt. Es schreibt sich leichter als zu reden. The advance of the Spanish-Bavarian army through France seems unstoppable. The soldiers do not give a second thought to a possible later retreat and leave scorched earth behind. Peter Hagendorf is serving in the Bavarian army again. In the meantime, France has entered the war. Interestingly enough, as a Catholic power on the side of the Protestants, namely as a counterweight to the overpowering Habsburgs, consisting of Spain and the whole German Empire up to the border of Italy. And now Peter Hagendorf marches with the Bavarian army into northern France via Liège. Via Belgium they advance, and he even makes it to about 10 kilometers from Paris. Und schafft es sogar bis etwa 10 Kilometer vor Paris. In ein paar Wochen oder Monaten werden wir Paris erobern. Was? Ja. Das wird schöne Beute geben. Ich habe noch nie so eine große Stadt gesehen. Wie viele Leute wohnen da? Wie hoch sind wohl die Häuser? Die Marketenderin sagt, dass dort der Wein aus Springbrunnen fließt. Und dass die Frauen dort Giftmischer sind. Oder berühmte Hexen, was die wohl für Kleider tragen. Hast du gar keine Angst, dass ich beim Sturm umkomme? Nein! Oh. Die Leute im Lager sagen, dass du vor allen Kugeln gefeit bist. Du wirst doch keinen schwarzen Zauber machen lassen. Schön wär's. Der Tod macht keine Ausnahme. Nicht vor dem Müllersohn und auch nicht vor dem Papst. Gut. Vous entendez déjà le son des canons? L'ennemi est à une quinzaine de kilomètres. Nous sommes encore hors de portée de son artillerie. Et en quoi est-ce une bonne chose pour nous? Il n'y a pas d'armée pour défendre la ville, nous sommes pris de court et sans défense. Combien de gens vivent ici? Des centaines de milliers. Peut-être la moitié des habitants de tout l'Empire de Suède. Et ils ne seraient pas capables de se défendre eux-mêmes. Avec des couteaux et des fourches contre les canons les plus puissants et la meilleure cavalerie du monde? Quelle ville magnifique que Paris. Songez à tous ces nouveaux parcs et ces fontaines, ces palais et ces églises. Les barbares viendront s'y soulager. Ils emporteront la Mona Lisa et les chefs-d'œuvre de Rubens. Paris ne subira pas le même sort que Magdebourg. J'admire votre courage, mais cela ne change rien au fait. Nous n'étions pas censés ouvrir la fenêtre en grand. There is a general fear in Paris, the idea that Richelieu is not prepared for this war, that much is at risk, and besides, Richelieu is an intellectual, a man of the mind, but has weak nerves.
And Father Joseph, with his religious arguments, has certainly helped to give him courage, and a kind of mobilization is gradually taking place. Father Joseph takes a huge chance. Because Paris is not defended by a regular army, it has citizens and reservists bearing arms to do so. Whether such an army can withstand the approaching Spanish and imperial troops is still questionable. For France, as for Sweden, the situation remains critical. Was heißt Krieg auf Schwedisch? Krieg. Krieg. Töten heißt? Att döda. Att döda. Und lieben? Att älska. Att älska. Ist das Schwert aus Eisen? Es wird Jotavian. Es wird Jotavian. Anna, du bist eine deutsche Waise. Und Oberst Wrangel stammt aus dem reichsten Geschlecht Schwedens. Bitte mach dir keine Hoffnung. Auf ein Wort, Gräfin. Ihr seid wohl nicht gekommen, um nach Annas Befinden zu fragen. Wir müssen diesen Ort verlassen. Morgen schon, in alle Frühe. Wir fliehen. Ein großes kaiserliches Heer rückt an. Wir werden vor der Schlacht nicht fliehen, aber wir brauchen eine bessere Stellung für die Armee. Anna, du hast die Wahl. Du kannst bei uns bleiben und vielleicht mit uns verlieren. Oder aber es steht dir frei zu gehen. Was? Wir lassen Anna natürlich nicht zurück. Gemetzel und Flucht hat sie mehr als genug erlitten. Sie braucht einen Ort, an dem sie für immer sicher ist. Anna ist seit 2 Jahren bei uns im Lager. Sie sollte selbst entscheiden. Das ist genau das, was ich sage. After the Peace of Prague, Swedish Army Headquarters is suddenly in the middle of enemy territory. The Protestant princes are now on the side of the Emperor. The Swedish army marches to the point of exhaustion to improve their position for the battle. The battle starts at Wittstock, north of Magdeburg, in October 1636. The Swedes, although outnumbered, surprise the German Imperial Army with a flank attack and win an overwhelming victory. Wittstock comes as a shock for the Emperor. He calls his troops back from France to defend their homeland. At the same time, the battle between the French and the Spanish for the Corbie fortress comes to a head. In November 1636, the Spanish surrender at Corbie. For France, this victory is a decisive turning point in the war. It is the year of Corbie. This is an important stronghold, 100 kilometers from Paris. The year of Corbie remains as a kind of huge test in our collective memory. The liberation of Paris marks the beginning of a new era for France. It has demonstrated its strength as a unified nation and put both Germany and Spain in their place. In the fight for supremacy in Europe, there is no way around France. At the same time, entering into the war was a huge risk for France and has put its sovereignty on the line.
Cardinal Richelieu has not yet achieved his ultimate goal, to establish France as a leading world power. The birth of an heir to the throne is just as important as winning a battle. Si la Grande Guerre durait depuis 20 ans, la France attendait depuis 23 ans déjà que naisse un héritier. Il avait été baptisé Louis Dieudonné, dans l'espoir qu'il monte un jour sur le trône en tant que Louis le XIVe. Je ne connais que trop bien la rigueur de votre assise, mais aujourd'hui, vous devez célébrer avec moi. Je ne souffrirai aucune objection. Je me joins à vous. Je me trompe peut-être, mais nous ne célébrons pas seulement la naissance d'un héritier au trône, mais également l'aube d'un nouvel âge pour la France. À présent, c'est au tour de la France de régner, mais pour que ce règne soit permanent, il nous faut aller plus loin. Nous devons propager la culture française, inonder l'Europe de nos artistes. Les peuples oublieront les batailles et préserveront les chefs-d'œuvre de l'art. Vous donnez l'impression de vouloir faire la paix. Que voulez-vous dire? Le moment semble prématuré pour faire la paix. Mais nous ne devrions jamais faire la guerre sans raison valable. Diese Ruinen, diese Brände, dieses zerstörte Dorf. Auf dem Weg nach Paris waren wir schon vorbeigekommen. Überall nur das gleiche Bild, verwüstete Ländereien, bis mich der Tod erlöst. Vor ein paar Wochen wollten wir noch nach Paris. Was ist denn jetzt daraus geworden? Für kleine Leute wie uns sind große Träume nicht gemacht. Retreating towards Germany, Peter Hagendorf and his comrades enter a world which seems to have been cursed with an apocalypse. There have been lootings throughout the 30 Years' War, of course, but now they have intensified. In part, the various denominations plundered their own villages mercilessly. The people were beaten to death. This starts to happen more and more. And sometimes there is also talk of a war between soldiers and peasants towards the end of the 30 Years' War. Wahnsinn hat die Menschen ergriffen. Ein Soldat wurde gestern lebendig verbrannt, weil sein Pferd beschlafen hatte. Das Pferd endete auch auf dem Scheiterhaufen. Wir hätten es besser essen sollen. Da werden Deutungen fassbar. There are tangible signs that the whole world is out of joint, that nothing has any order anymore, that somehow everything is dissolving. There are some descriptions of love between couples cooling and spouses running away and abandoning their children. Such things were all attempts to somehow explain what this war did to people. Versuche zu erklären, was dieser Krieg irgendwie mit den Menschen macht. J'ai perdu ma consolation, mon seul secours, et mon confident, et mon soutien.
After years of asceticism, Father Joseph dies of physical weakness in December 1638. His desire for a new crusade remains unfulfilled. His political legacy is the goal of establishing France as a naval power. Only then can the grand nation survive in the struggle for distribution of the world. The war has now spread to the coasts of Brazil and Indonesia. Dutch ships attack areas like Pernambuco and Manila. French pirates plunder and sink Spanish ships loaded with gold returning from America. What started as an internal German conflict has now grown to a global war. But the war on German soil is still the focus of the conflict. However, resources are almost exhausted. The warring princes and officers therefore set their hopes on the fact that things look just as bad for their opponents. So, it is the complete lack of everything that leads to new demands for a political order being made in 1640. A political order to guarantee security and stability in the realm. The following year, the first talks begin in Hamburg, and the first signs of peace are discernible. The problem is simply that peace is a concept in abstract terms, while war offers a concrete option for action. Wir Söldner sahen jeden Ort zweimal. Nach vielen Monaten fand ich den Bauern wieder, der mich verprügelt und ausgeraubt hatte. Die Zeit für meine Rache war gekommen. Du kommst an den Galgen? Es ist schon entschieden? Wie viele Soldaten hast du dann angegriffen? Zu wenige. Das bereue ich. Hast du Familie? Was kümmert sich? Ich habe eine. Und dein Tod wird uns nichts nützen. Ach, das ist bedauerlich. 12 Taler. Wofür? Und 4 für die Wachen. Wofür? Um dir deine Freiheit zu erkaufen. Mir ist nichts geblieben. So viel habe ich nicht. Dann besorg es dir lieber. 10. Und 3 für die Waffen. 12 Taler für mich und 4 für die Wache. Abgemacht. Die Franzosen sind nicht weit entfernt. Die Schweden sind oben im Norden. Es ist immer jemand, der den Tod bringt. A farmer is being ridden. In this way, a contemporary leaflet shows with bitter mockery how the peasants are saddled with all the horrors of war. On the other hand, the worries of the nobles and lords who probably benefited from the war are fading. Johannes Beck hört die Worte. Das Geld meines Vaters kümmert mich nicht. Soll er mich doch enterben? So dürft ihr nicht sprechen. Jeder Mensch schuldet seinen Eltern Gehorsam und Respekt. Du kennst meinen Vater nicht. Anna hat recht. Wenn ihr den Willen eures Vaters missachtet, steht eure Heirat unter einem Unglücksstern. Liebe ist die Hauptsache. An der mangelt es mir nicht.
Carl Gustav Wrangel's motivations when he asks for Anna Margareta's hand in marriage include both love and revenge. Years ago, his father stole his fiancée away and married her himself. Carl Gustav now doesn't care about the reproaches of his family. When Anna Margareta and Carl Gustav marry in a camp in Germany, his father, Hermann Wrangel, was not happy about this. He was incredibly angry. Anna Margareta neither came from high nobility, nor was she a wealthy woman. Besides, Hermann had not even been asked for his permission, so it was more or less a scandal. Da ich nun durch seine Gnade zur Frau gereift war, gefiel es dem Höchsten, dass die liebe Frau Gräfin durch einen viel zu frühen Tod zu sich nahm. Das geschah anno 1640, den 28. Mai. Es schickte aber der liebe Gott, dass ich 14 Tage ehe sie starb, meinem herzlieben Herrn versprochen wurde. Und den 1. Juni danach im selbigen Jahr wurde ich getraut. Anna Margareta von Haubwitz. Willst du, Karl Gustav Wrangel, zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Ja.